loslegen? Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zu unserer Piratenstunde, hier live aus dem Landtag NRW. Wir haben letzte Woche wieder drei ereignisreiche Plenartage hinter uns gebracht, bei denen wir so einige Anträge eingebracht haben. Und das Beste an der ganzen Sache war, es geht doch, es wurden auch zwei davon im Landtag angenommen, erfolgreich und beschlossen. Wir haben heute hier noch zwei MDL zu Gast, der dritte ist im Stress und kommt gleich, die euch alle dazu Rede und Antwort stehen werden. Ich denke, wenn ihr alle ein paar Fragen stellt, wozu ihr die Möglichkeit habt, kriegen wir auch hier eine nette Runde zusammen. Denn ihr könnt Fragen stellen, einmal natürlich über Twitter mit dem Hashtag Pirast. Ihr könnt über Facebook posten, ihr könnt uns eine E-Mail schicken an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Es kommt hier alles live an und ich kann die Fragen direkt rüber geben, sodass sie euch beantwortet werden. Also nehmt die Chance bitte wahr, denn bei mir sind RWO Lupo, Daniel Düngel, NetNRD, Daniel Schwert, die zwei Daniels aus der Fraktion und Toso Piratas, der Thorsten Sommer. Und von daher stellt bitte eure Fragen. Wir machen das Angebot auch für euch, damit ihr super informiert seid und das Ganze lebt, glaube ich, ein bisschen mehr, wenn ihr euch mit beteiligt und die drei nicht so ihre Erlebnisse hier abspulen. Aber wir fangen trotzdem mal an. Aus aktuellem Anlass, ein bisschen außerhalb des Landtags erstmal. Wir hatten am Wochenende BPT in Bremen und ich würde gerne den RWO Lupo fragen, wie denn da so dein erster Eindruck war oder was du von mitgenommen hast. Ja, fangen wir zeitlich quasi hinten an, ne? Bundesparteitag. Genau. Mitgenommen habe ich noch keine Piratengrippe. Also ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht. Der Toso hat sich ja lieber ein schönes Wochenende gemacht. Mitgenommen, wir haben halt einen neuen Bundesvorstand gewählt. Ja? Ich glaube auch zudem keinen ganz schlechten Bundesvorstand. Insgesamt gab es ja durchaus auch Kritik so am Bundesparteitag, dass so zeitlich auch nicht alles so ganz optimal gelaufen ist. Wir haben uns mal wieder viel mit GO und TO-Debatten und so weiter viel Zeit um die Ohren gehauen. Aber darauf will ich jetzt hier eigentlich gar nicht so großartig eingehen. Du hast auch selbst kandidiert, ne? Als stellvertretender Vorstand, ja. Was leider nicht geklappt hat. Woran glaubst du, lag das? So ein bisschen an der Fragetrennung Amt und Mandat, oder? Weiß ich nicht, Jens. Hast du gerade gesagt, leider hat das nicht geklappt? Also es gibt viele, die haben gratuliert nach dem Wahlergebnis. Ich bin tatsächlich ganz zufrieden. Also ich habe irgendwie so rund 40% an Stimmen da bekommen. Das ist ganz okay. Das kann damit zusammenhängen, was du gerade gesagt hast, was Trennung Amt und Mandat angeht, weil wir ja eigentlich eigentlich gar keine Zeit hatten, das da auf dem Parteitag zu diskutieren. Auch vom Format her, weil ja letzten Endes nur ein paar Fragen ausgelost wurden. Also ich weiß ja gar nicht, ob da vielleicht noch großartig Fragen drin waren, die so ein bisschen so in dieses Themengebiet irgendwie reinspielen. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin ganz zufrieden. Ich habe Unterstützung gekriegt, speziell hier natürlich aus Nordrhein-Westfalen. Also gerade auch so, wenn ich die Gespräche im Nachhinein und im Vorfeld auch geführt habe, das war alles soweit ganz gut. Aus Berlin zum Beispiel auch, also da, wo die Leute mich kennen, ich sag mal, bin ich gewählt worden. Ich hab das Problem, dass ich in vielen anderen Landesverbänden halt eben nicht so bekannt bin oder nur vereinzelt halt eben Kontakte habe. Und deswegen war mir relativ klar, dass ich da nicht gewinnen kann bei der Wahl, aber ganz gut abschneide. Was die Frage Trennung Amt und Mandat angeht, für mich stellt sich diese Frage, also für mich ist die Frage nicht so wichtig, die ist eine Zeitfrage, die haben wir ja auch hier in der Fraktion diskutiert, also nicht in der Fraktion, sondern ich im Prinzip mit vielen Kollegen hier, und das ist eigentlich das Entscheidende, also kriegt man das zeitlich hin, kriegt man das gemanagt, dass das alles unter einen Hut passt und dann ist das durchaus sinnvoll und machbar. Was dir aber wichtig ist und ja auch ein persönliches Anliegen, ist das Thema Vernetzung. Vernetzung zwischen den vier Fraktionen, die wir in Deutschland in den jeweiligen Landtagen sitzen haben, zwischen den Piratenfraktionen untereinander, aber insbesondere auch zwischen den Fraktionen und der Partei und der Basis. Wie kann das besser gelingen? Ja, zunächst mal, das ist einer der Punkte, die für mich halt tatsächlich auch wichtig waren. Die habe ich auch am Samstag in meiner Vorstellungsrede da gesagt. Habe da als Beispiel schon mal angeführt, zum Beispiel das Thema Vorratsdatenspeicherung, wenn wir eben auf Bundesebene
eine Pressemitteilung dazu machen und in der Pressemitteilung keine Erwähnung stattfindet, dass zum Beispiel in den Landtagen gerade, also Schleswig-Holstein, der Antrag angenommen wurde zu dem Zeitpunkt oder halt wenige Tage später bei uns hier in Nordrhein-Westfalen dann behandelt wird, dann finde ich das irgendwie so suboptimal. Aber dazu wird der Daniel ja gleich ein bisschen was erzählen. Ich glaube, da ist einfach wichtig, also der Bundesvorstand, die Bundespartei, die muss halt wissen, was passiert in den Landtagen. Das ist keine Einbahnstraße, das ist jetzt nicht so, dass hier jeden Tag jetzt künftig Thorsten Wirth anrufen muss und gucken soll, was wir machen. Da müssen wir halt eben auch Informationen hinbringen. Dazu müssen wir uns einfach zusammensetzen, dazu müssen wir uns unterhalten, wir müssen reden. Das haben wir ja mit den anderen Fraktionen jetzt hier und da versucht. Wir hatten schon ein paar Treffen, in Kürze, Anfang des Jahres wird ja auch eins hier bei uns in Düsseldorf dann stattfinden. Die Idee ist da jetzt auch, ich hatte mit dem Thorsten heute Morgen auch schon mal gesprochen, vielleicht kriegen wir es hin, dass der Bundesvorstand auch dazu kommt. Das müssen wir natürlich jetzt mal dann nochmal besprechen, auch mit den anderen Fraktionen besprechen. Und das finde ich schon ganz wichtig, also dass wirklich ein ganz regelmäßiger Austausch da tatsächlich stattfindet, dass gegenseitiges Interesse natürlich da ist, also seitens BUFO in alle Fraktionen, aber halt eben auch die Fraktionen untereinander. Und wenn dann sowas, wie gesagt, Daniel erzählt gleich was dazu, wenn sowas ist wie die Vorratsdatenspeicherung, und wir da an einem Strang ziehen, dann können wir da tatsächlich auch richtig mit punkten, glaube ich. Stichwort Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen. Letzte Woche hat genau dieser Antrag zum Thema Vorratsdatenspeicherung hier große Wellen geschlagen im Landtag. Der Antrag wurde in Schleswig-Holstein mit einem sehr positiven und auch großem Echo auch in den Medien angenommen. Auch von bis auf CDU, glaube ich, von allen Fraktionen. Hier in NRW hat da eher das Abstimmungsverhalten der Grünen für Zündstoff gesagt. Daniel, worum ging es da und was war so Anlass der Empörung? Die Vorratsdatenspeicherung ist wieder in die Debatte gekommen durch den Koalitionsvertrag der Großen Koalition, die eine Absicht erklärt haben, diese Vorratsdatenspeicherung auf Bundesebene jetzt einführen zu wollen und beziehen sich dabei auch auf die Vorgaben, die also vorgeblich aus Europa gemacht werden. Nun ist interessanterweise in Schleswig-Holstein, da regiert ja eine Koalition aus SPD, Grünen und dem SSW, diesem südschleswischen Wählerverbund, da ist es Bestandteil des Koalitionsvertrages, dass sie sich gegen die Vorratsdatenspeicherung positioniert haben. Und anlässlich dieser Vereinbarung zwischen CDU und SPD auf der Bundesebene wurde das Thema dann halt in den Landtag gebracht, nämlich mit genau diesen beiden entscheidenden Zeilen, die dort im Koalitionsvertrag stehen, nämlich erstens, dass die Vorratsdatenspeicherung ein hochproblematischer Eingriff in die Grundrechte der Menschen ist und zweitens, dass man sich auf allen Ebenen doch bitte gegen die Vorratsdatenspeicherung aussprechen sollte. Der wurde dann, wie erwartet, mit großer Mehrheit der drei an der Koalition beteiligten Parteien, der Piraten und der FDP, gegen die Stimmen der CDU angenommen. Und dann haben wir gedacht, was so in Schleswig-Holstein gilt, das sollte in Nordrhein-Westfalen eigentlich auch gelten, haben uns diesen Antrag genommen mit diesen zwei Zeilen, den auf so Nordrhein-Westfalen-Sprech gebracht und unsererseits in Nordrhein-Westfalen eingereicht. Und naja, das ist sehr anders verlaufen im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Spannend insbesondere daran, dass sich eben die hiesige SPD ganz eindeutig für eine Vorratsdatenspeicherung ausspricht und dann aufgrund der koalitionären Zwänge, die zwischen der rot-grünen Koalition hier in Nordrhein-Westfalen herrschen, ja, die Grünen mitstimmen mussten, ob ihnen das nun passte oder nicht. Das führte zu der skurrilen Situation, dass die Sprecherin der Grünen eigentlich wortreich begründete, warum man gegen die Vorratsdatenspeicherung sei und anschließend eben mitteilte, dass man unseren Antrag dagegen ablehne. Ja, das war insofern also eine Art und Weise, diese Koalitionszwänge, diese Fraktionszwänge, die da herrschen, doch mal vorzuführen, dass man sieht, zu welchen absurden Situationen eigentlich diese Koalitionsvereinbarungen führen, dass Parteien komplett gegen ihr eigenes Programm abstimmen müssen, weil, Koalitionsvertrag halt ist. Habt ihr damit gerechnet oder dachtet ihr immer noch, irgendwie läuft da was erfolgreicher? Prinzipiell gibt es ja die Möglichkeit, dass die Koalition ihrerseits auf einen Antrag von uns mit einem Entschließungsantrag reagiert, der dann ja irgendeine windelweiche Zwischenposition formuliert hätte. Also das hätte ich eigentlich erwartet in dem Falle, aber da kam gar nichts, da kam überhaupt gar nichts, bis auf die
Ablehnung dieser Position. Ich denke, das kann auch mit der Situation im Bund, also mit dieser Hängepartie im Moment im Bund zu tun haben, dass man sich nicht traut, eine Vorfestlegung zu machen, solange dieser Koalitionsvertrag nicht von allen Seiten unterschrieben ist. Und die Grünen hängen ja nun mal am Fliegenfänger. Die müssen sich halt in der Koalition, wenn da unterschiedliche Meinungen sind, dann ist es im Koalitionsvertrag festgelegt, wie das Abstimmverhalten zu erfolgen hat. Wie geht es mit der VDS jetzt hier in NRW weiter? Ist es komplett vom Tisch oder... Nein, das ist nicht vom Tisch. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die wir machen können. Just hat sich ja Sigmar Gabriel sehr hervorgetan mit einer Aussage, wo er einen Zusammenhang zwischen der Vorratsdatenspeicherung und den Attentaten in Norwegen herstellt, der schlicht nicht existiert, den wir sicherlich mal thematisieren wollen. Man kann auch weitere Anträge machen, wo man versucht auszuloten, wo ist denn vielleicht ein Kompromiss möglich oder wo könnte man einen Antrag stellen, der vielleicht irgendeine Form der Zustimmung findet. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal uns der Kritik annehmen, die unser Antrag bekommen hat, zum Beispiel, dass er zu kurz sei und dass er nicht in die Ausschüsse überwiesen worden sei, vielleicht machen wir einfach einen extrem langen Antrag das nächste Mal und überweisen ihn in die Ausschüsse, damit dieses Argument uns wenigstens nicht entgegengebracht werden kann. Also gerade diese Formal-Fu-Argumente, denen aus dem Weg zu gehen. Ja. Ein anderer Bereich, wo die Zusammenarbeit ja anscheinend dann doch funktioniert hat, ist das Thema Störerhaftung. Es gab einen gemeinsamen Antrag von uns zusammen mit SPD und Grüne für offene Zugänge im Internet. Wie kam es dazu, worum ging es und da traute Einigkeit. Ja, es hat eine ähnliche Situation. Wir haben einen Antrag dazu eingereicht, den wir in die Ausschüsse haben überweisen lassen. Und dort hat es eine aufschlussreiche Anhörung gegeben, wo eigentlich ziemlich unisono gesagt wurde, dass mit der Störerhaftung ist blöd. Das setzt eben die ganzen also nicht klassischen Zugangsprovider, zum einen eben Hotels und Gaststätten und Kommunen beispielsweise, zum anderen auch die Privatleute, die ihre Internetzugänge teilen, vor ungewisse Haftungsrisiken. Nun ist die Situation insofern dann doch etwas anders, als dass sich eben auch die Große Koalition dieses Themas angenommen hat und zumindest das andiskutiert hat. Also wir wissen natürlich noch nicht genau, wie das dann tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, aber das nahm natürlich in dem Falle den Druck von der SPD, sich da nicht positionieren zu können. Und deswegen war es eben möglich, mit SPD und Grünen einen gemeinsamen Antrag zu machen. Der ist insofern sehr schön, als dass er zu, ich sag mal, schlappen 80% auf unserem Ursprungsantrag beruht. Also insofern kann man sagen, es ist ein schöner Erfolg, den wir da erzielen konnten. Okay. Ja, also bisher noch nicht mal Fragen zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Aber wie gesagt, nutzt die Chance. Aber vielleicht das nächste Thema, vielleicht kommen da ein paar mehr Fragen, nämlich Edward Snowden. Wir hatten einen Antrag zum Thema sicheren Aufenthalt für Edward Snowden hier in Deutschland ermöglichen. Was hat es damit auf sich? Wie ging es damit letzte Woche weiter? Das war vor allem zeitlich unheimlich spannend geworden dann noch, denn das war eine ähnliche Situation ursprünglich wie zu diesem Vorratsdatenspeicherungsantrag. Ich habe eigentlich mehr oder weniger damit gerechnet, dass so ein windelweicher Entschließungsantrag dann vorher noch dazu kommt, kam aber nicht. Sondern im Zuge der Gespräche, die man so im Plenum so mitbekommt und sich so unterhält mit Kollegen, stellte sich immer heraus, dass auch dieser Antrag von uns, Edward Snowden einen sicheren Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen anzubieten, dass dieser also unisono von der rot-grünen Regierung abgelehnt werden wird. Das war aber insofern für uns eine andere Situation, als dass, da eine Abstimmungsniederlage unseres Erachtens nach ein fatales Signal gesendet hätte. Also wollten wir das jetzt zu dieser Zeitpunkt nicht erzwingen. Das wäre zwar, ich sag mal, für manche schön gewesen, die Grünen an der Stelle vorzuführen, aber ich fand es dem Thema überhaupt nicht angemessen, da jetzt einfach nur eine Abstimmniederlage zu kassieren. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Antrag nicht zur direkten Abstimmung zu stellen, sondern zunächst in die Ausschüsse zu überweisen, damit wir ein bisschen Zeit gewinnen. Und vielleicht gelingt es uns, wenn die Zeit was weiter fortschreitet, dann doch irgendwie eine gemeinsame Position zu finden und sei sie auch noch so weich, das wäre auf jeden Fall ein besseres Signal, als wenn jetzt Nordrhein-Westfalen als größtes, bevölkerungsreichstes Bundesland hier sagt, nö, also das machen wir nicht. Also Thema und Inhalt gegen vor Effekt. Das ist richtig, ja. Also die Effekte, die kann man sicherlich immer schön produzieren und so, aber wir haben es ja irgendwann mal gesagt, wir wollen es dann doch mehr mit den Themen und weniger
mit den Effekten halten und deswegen haben wir uns so entschieden. Ja, und wir haben sogar eine Frage von Erwin Lupo. Ja, genau. Du fragst selber hier. Ich wollte mal testen, ob das funktioniert. Das funktioniert. Wenn man das twittert. Also ihr seht, ne? Ihr müsst das nur twittern. Dann, genau. Das funktioniert. Dann dürft ihr auch Fragen stellen. Twitter funktioniert. Also einfach Hashtag mit Pirast ganz kurz. Einfach eine Frage rüberschießen. Geben wir 1:1 weiter. Ihr habt ja 3 MDL sitzen, die euch live von den letzten Plenartagen und auch zu allen anderen Fragen zur Verfügung stehen, zur Fraktion, zur Arbeit hier. Also wie gesagt, nutzt die Chance, denn für euch machen wir das. Ich würde aber tatsächlich gerne den Daniel noch was fragen. Siehst du eine Chance oder gibt es da vielleicht auch schon eine Kontaktaufnahme hier seitens der rot-grünen Fraktionen oder sowas, sich in der Thematik mal zusammenzusetzen oder mal darüber zu diskutieren? Also dass bei den seitens der Grünen da ein großes Interesse an diesem Thema besteht, das weiß ich, weil denen das auch sehr sehr, sehr nahe ging, in diese Situation quasi gebracht worden zu sein. Insofern gehe ich davon aus, da wird auf jeden Fall Gesprächsinteresse sein. Inwieweit das bei der SPD der Fall ist, das weiß ich noch nicht. Also die Tatsache, dass den Grünen es nicht gelungen ist, die SPD irgendwie zu bewegen, bringt das in keinen, also das sind keine guten Voraussetzungen, sage ich mal. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Okay. Was den Überwachungsskandal angeht, kommen wir jetzt noch mal ein bisschen in Richtung NSA und Prison. Wir haben eine Aktuelle Stunde beantragt zu den Erkenntnissen, dass es anscheinend US-Militärforschung an NRW-Hochschulen gibt. Das wurde auch medial sehr intensiv aufgegriffen, ging durch die Presse, unter anderem auch unsere Aktuelle Stunde, die die Fraktion beantragt hat. Vielleicht die Frage an dich, Thorsten, kannst du ein bisschen erzählen, was wir damit erreichen wollten und ja, was die Aktuelle Stunde zu dem Thema bewirkt hat? Ja, was wir erreichen wollten, ist halt ganz klar, es sind da laut Presseberichten ja Mittel an Universitäten geflossen, RWTH Aachen oder die Bergische Universität in Wuppertal, und beide Unis waren da sehr zugeknüpft, für was sie denn da forschen sollten, also dass die Gelder vom US-Militär kommen, ist oder vom US-Verteidigungsministerium, ist unstrittig. Aber was da genau erforscht werden sollte, da wird halt drüber geschwiegen. Und wenn ich mir überlege, dass wir hier eine Wissenschaftsinfrastruktur bereitstellen, wo das US-Verteidigungsministerium forschen lässt, dann ist das nicht eine reine Forschungsaufgabe wie in einem privatrechtlichen Bereich, sondern die nutzen ja auch über diesen zur Verfügung gestellten Betrag hinaus die Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Und da denke ich, kann man als Grundbetreiber dieser Einrichtungen, und das ist die Bundesrepublik und das Land Nordrhein-Westfalen an der Stelle, schon ganz gerne mal wissen, was soll denn da erforscht werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir direkt fordern, dass jede kleine Geschichte, die da erforscht wird, direkt öffentlich gemacht wird. Das haben ja... Nicht direkt, vielleicht eine Woche später. Naja, also ich denke schon, dass bei Drittmitteleinwerbung es da schon einen zeitlichen Verzug geben kann. Vielleicht nicht eine Woche, vielleicht sogar ein bisschen länger. Wenn es sich aber gerade bei militärischen Forschungen um Drittmitteleinwerbung handelt, dann hätte ich schon ganz gerne gewusst, was da jetzt Bestandteil des Auftrages ist. Und dass man da quasi noch nicht mal die Überschriften des Ganzen bekommt, das halte ich schon für sehr fragwürdig. Und das hat auch mit Freiheit der Forschung und Freiheit der Wissenschaft an der Stelle nichts zu tun. Das ist ganz klare Auftragsvergabe gewesen des Verteidigungsministeriums. Und da herrscht auch nicht Freiheit der Forschung, sondern die wollen da schon Ergebnisse sehen. Und dann möchte ich schon ganz gerne sehen, in welche Richtung soll es denn gehen? Kannst du was dazu sagen, wie das jetzt weitergeht? Also mit dieser Aktuellen Stunde kann es das ja nicht gewesen sein, weil da wird ja nichts beschlossen oder sonst irgendwas. Nein, wir haben ja vielfach darüber gesprochen und uns ist ja selbst von Seiten der Landesregierung da teilweise recht gegeben worden, dass man da schon ein gewisses Maß an Informationen erwartet. Und wir erwarten jetzt einfach die nächsten Tage, dass sich die entsprechenden Universitäten dazu äußern, was da erforscht werden soll. Wenn das ein kompletter Closed Shop sein soll, dass da keine Informationen nach außen gegeben werden dürfen, dann können die Drittmittel gerne zurückgeben und diesen Forschungsauftrag ablehnen. Also eins von beiden wäre konsequent. Und das erwarten wir halt auch. Also auf alle Fälle haben wir das Thema hier gesetzt im Landtag mit der Aktuellen Stunde und treiben es entsprechend weiter voran. Ja, und eine Frage ist da von Sendralein. Bei Twitter an den RWO Lupo. Würdest du auch in einer Plenarsitzung mal in Jogginghose herumlaufen?
Ja, ich bin ja der Typ mit der Glatze. Ne? Also, Senra Leyen meint halt so eine Art Lazy Landtag. Ja? Ich würde mal sagen, wir können uns darüber unterhalten, wenn die Senra Leyen ihren ersten Redebeitrag auf einem Bundesparteitag gemacht hat. Okay. In Jogginghose. In Jogginghose selbstverständlich, aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Schön groß. Alles klar, Senra Leyen. Dann, wenn du noch eine Nachfrage hast, immer rüber damit. Ja, vielleicht gehen wir jetzt nochmal in Richtung der anderen Anträge. Wir haben gezeigt, dass wir es auch alleine können, denn einer unserer Anträge wurde mehrheitlich angenommen, und zwar ein Antrag zum Beitritt Deutschlands zur Initiative Open Government Partnership. Da auch an dich, Thorsten, die Frage, hört sich jetzt gerade ein bisschen sehr englisch und theoretisch an. Worum geht's da? Ja, englisch und theoretisch stimmt in diesem Fall, wenn man den Titel liest, völlig. Es soll aber auch was Praktisches daraus werden. Und zwar ist hier durchaus jetzt beschlossen worden, dass wir halt genau dieser Open Government Partnership Initiative beitreten wollen. Das meint, dass das Land darauf hinwirkt, dass wir dieser Initiative beitreten, und zwar vom Land, vom Bund her. Und zwar wird diese Initiative, setze ich aus einem Arbeitskreis mit einigen anderen Organisationen noch zusammen. Das ist zum Beispiel Internet und Gesellschaft, Gesellschaft für Informatik, Open Knowledge Foundation. Hier geht es einfach darum, wie sieht es im internationalen Vergleich aus? Wenn man jetzt, also dieser internationalen Vereinbarung oder Initiative sind schon fast 60 Staaten beigetreten, Brasilien, USA beispielsweise. Hier geht es einfach darum, mal über den Tellerrand wegzugucken, wie kann man staatliches und Verwaltungshandeln sichtbarer, transparenter, nachvollziehbarer machen, und zwar nicht nur bei uns, sondern wie machen das beispielsweise andere, wie macht das Brasilien, dass das für die Leute da auch einfacher zu sehen ist, wie läuft das in den USA, gibt es da Best-Practice-Beispiele, und das wäre natürlich eine gute Sache, um das wieder zurückzuspiegeln, um auch Anregungen für uns hier zu haben. Und da gab es auch traute Einigkeit im Landtag. Also haben da alle zugestimmt oder war das vorher schon alles abgemacht? War das ein Bonbon, was wir mal zugeschmissen bekommen haben? Oder, Nein. Das Ganze erwartet ja jetzt keine direkte Aktion, dass quasi der Speiseplan des Landeskabinetts hier veröffentlicht wird, sondern da geht es ja wirklich erstmal darum, um Informationsaustausch international zu betreiben. Das heißt, das kann man ja immer mal machen, und man kann dann ja auch, die Schlüsse, die man daraus zieht, sind dann ja unterschiedlich. Also wir würden wahrscheinlich sagen, hey, klasse, das läuft in Detroit mit dem Bürgerhaushalt, mehr oder weniger, das können wir so übernehmen. Wohingegen vielleicht ein Minister für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger, hier im Land sagen würde, hör mal, da kann man das ja genau sehen, das wollen wir gar nicht. Mhm. Ne? Also die Schlüsse, die man daraus zieht, sind ja hier nicht vorweggenommen. Soweit ich weiß, ich glaube, die CDU hat gar nicht zugestimmt dem Antrag. Wahrscheinlich zu viel Englisch drin. Die haben den nicht verstanden. Ups. Das ist jetzt böse. Das glaube ich gar nicht. Ich möchte mich prophylaktisch dafür entschuldigen, bei wem auch immer, der sich angesprochen fühlt, und bei dem war es wahrscheinlich richtig. Ja. Der kann Internet trommeln, das haben wir jetzt gelernt. Nein, also ich glaube einfach, dass die CDU einfach ihren Schwerpunkt nicht darauf setzt, auf diesen Erfahrungsaustausch, gerade im internationalen Bereich. Ich glaube, das ist einfach nicht der Punkt, das sehen die gar nicht. Dafür gibt es ja uns in diesem Parlament, die anderen davon zu überzeugen. Bevor wir da weitermachen, bei dem Thema Open Data auch in NRW, weil da gibt es noch einen weiteren Antrag von uns zu, haben wir eine Frage, nochmal kurzer Rückschritt zum NetNRD, zum Thema VDS. Die Akinovs fragt, was sagt ihr zum Verhalten der Grünen beim VDS-Antrag und wird es da ein Nachspiel geben? Was auch immer jetzt mit Nachspiel gemeint ist. Aber Nachspiel ist 2017. Entschuldigung, ich war nicht befragt. Naja, es ist in höchstem Maße natürlich peinlich und schadet sicherlich der Glaubwürdigkeit der Grünen, was da passiert ist. Wenn man praktisch das eine sagt und das genau Entgegengesetzte tut. Ja, es ist halt im Irrsinn eines Koalitionsvertrages geschuldet, wenn sich so zwei Parteien in so einer Situation eben nicht einig sind, wie das hier wohl der Fall war, dass dieser Vertrag ein bestimmtes Verhalten vorschreibt. So ein Abstimmverhalten, und die unterwerfen sich halt eben diesen Vertrag und sie unterwerfen sich dem Fraktionszwang, und das
Ja, das ist halt widersinnig und man kann eigentlich nicht oft genug darauf hinweisen, wie widersinnig das ist und wie weit entfernt das dann von der tatsächlichen Politik ist, die so eine Partei eigentlich zu vertreten vorgibt. Sowas muss man schön dokumentieren und im Grunde dann auch bei Zeiten dann mal wieder auf den Tisch legen und sagen, hier, so habt ihr abgestimmt de facto, wie steht ihr denn dazu? Und so. Ja, insofern ein Nachspiel, wir dokumentieren das natürlich, wir werden sicherlich auch dem Thema nochmal nachgehen, wie gesagt, das wird nicht der letzte Antrag in diesem Zusammenhang bleiben, wo wir versuchen, das genau rauszuarbeiten, worum geht es jetzt eigentlich. Aber die Grünen haben ja nachher auf Twitter gesagt, die sind immer noch gegen Vorratsdatenspeicherung, also alles wird gut. Das ja, ist die Logik der Politik. Aber manchmal hat man so ein bisschen... Ich halte das für doof. Ja, ich auch. Ich habe auch manchmal den Eindruck, ja, wir sind gegen Vorratsdatenspeicherung, wir tauschen das aber gegen den Hambacher Forst oder so. So kommt mir das so ein bisschen vor. Das ist so eine Tauschmentalität Quartett. An der Stelle. Ja, wie also Quartett. Panini, Sammelbilder. Ja, finde ich total doof. Man sagt das Kuhhandel, ne? Also der Koalitionsvertrag sieht vor, dass man Anträge, über die man sich nicht einig ist, ablehnt. Das führt halt dazu, wenn eine von beiden Fraktionen dagegen ist, wird ein von außen kommender Antrag abgelehnt. Und im Grunde könnte man sich jede Form von Konstruktion vorstellen, die man stellt, wie zum Beispiel für Kohlekraft. Ja. Das müsste dann die SPD auf einmal ablehnen, weil die Grünen dagegen sind und so. Das ist eine völlig haarsträubende Geschichte im Grunde, was man also auf der Ebene können wir noch eine Menge konstruieren. Ja. Sollten wir vielleicht mal tun, einfach um diese Absurdität dieser Verträge... Dieser Systematik darzustellen. Ne, denn wir sind im Prinzip ja eigentlich dafür da, oder hatten das mal uns so vorgestellt, dass man in der Politik über Themen redet und dass man versucht... Sachorientiert. Ja. Und sowas und dass man versucht, Mehrheiten zu finden und so. Und da merkt man, wie absurd das eigentlich gehandhabt wird. Ja. Das sieht man auch so ein bisschen am nächsten Beispiel, zumindest für einen Außenstehenden, also von einem sehr erfolgreichen Antrag zu dieser Initiative OpenGov kommen wir zu einem weiteren Antrag, den wir gestellt haben auf Einführung Open Data in NRW. Der wurde abgelehnt, obwohl es ja eigentlich thematisch ähnlich ist. Was hat es damit auf sich? Also richtig abgelehnt worden ist er ja nicht. Er geht in den Ausschuss für Kommunales und in den Innenausschuss. Da wird er angenommen, oder was? Bestimmt. Aha. Naja, schauen wir dann mal. Hier werden wir halt ein bisschen konkreter und sagen halt, diese Open-Data-Geschichte, also dass Informationen wirklich transparent und nachvollziehbar den Menschen hier zur Verfügung gestellt werden müssen, das müssen wir begleiten, befeuern, antreiben. Das soll die Landesregierung machen, weil die einzelnen Kommunen haben oftmals nicht die Mittel dafür. Dementsprechend wäre es auch sinnvoll, wenn das Land jetzt nicht den Kommunen einfach aufs Auge drückt, hey, ihr müsst das machen, sondern einfach sagt, wir machen hier mal ein Beispiel, wie das funktionieren kann. Vielleicht schon sogar richtig mandantenfähig und alles Mögliche ausgearbeitet, muss man mal schauen, was da möglich ist. Und dann kann man das den Kommunen zur Verfügung stellen. Das wäre überhaupt kein Problem. Auch hier ist eigentlich gar keine Vorfestlegung drin. Trotzdem haben fast alle Fraktionen außer uns dagegen gesprochen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Zeigt aber auch wieder sehr deutlich, wie wichtig das ist, dass es jemanden im Parlament gibt, der das Ganze immer wieder anspricht. Weil die anderen lassen das hier locker unter den Tisch fallen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Das heißt aber, um das nochmal klar zu machen, auch wenn sowas sich erstmal abgelehnt anhört, du hast es gerade selber gesagt, es wird in den Ausschuss überwiesen und das Thema ist damit nicht vom Tisch. Also wir sehen zu, dass bis 2017 dieses Thema nicht vom Tisch endgültig verschwindet, weil wir halt sehen, ohne uns gibt es diese Bewegung nicht. Ob das jetzt direkt im Plenum abgelehnt wird oder im Ausschuss dann mit einem ablehnenden Votum zurück ins Plenum kommt und es da dann endgültig abgelehnt wird, bleibt alles dahingestellt. Wir werden dieses Thema immer wieder auf den Tisch bringen und wir werden halt auch deutlich zeigen, wenn jetzt hier sich die Landesregierung beispielsweise hinstellt und jetzt im Sommer diesen Jahres einen riesen Open Government, Open Data Tag hier im Landtag macht und sich dafür abfeiern lässt, wie großartig sie das machen. Kommen wir mal zum Punkt, lasst uns das doch mal machen, da ist schon wieder direkt Essig. Also wir zeigen hier ganz deutlich auf, was hier zwischen Anspruch und Wirklichkeit für eine Lücke klafft der regierungstragenden Fraktion. Ja, und zwei Fragen an den RWO Lupo von Pirate Joker. Was ist eigentlich Pirast? Ja, genau. Der Daniel hat schon geantwortet per Twitter, habe ich gerade gesehen. Sehr gut. Die Piratenstunde ist das. Genau. Kennst du das, Jens? Das habe ich mal gehört. Ne? Davon, ja.
Ja, kurz zur Erklärung, Piratenstunde war zu lang. Also wir wollten es einfach abkürzen, damit wir weniger Zeichen haben und es eingängiger ist. Daher Pirast als Hashtag, als Kennzeichen für die Piratenstunde, wenn ihr Fragen habt, damit einfach stellen und die kommen an. Und nächste ganz wichtige Frage, welche Piratenfraktion war auf dem BPT am die betrunkenste? Ich war nicht da. Ich verstehe die Frage nicht. Was gibt es da aber nicht zu verstehen? Yes, wer war dicht? Die kommt ja vom X-Pack, ne? Hallo Björn. Also ich bin mir relativ sicher, dass auch Nordrhein-Westfalen da auch eine gute Position im Fraktionenranking erreicht haben dürfte. Das ich glaube, wir waren auch vorher in Münster auf dem Trainingslager. Ja. Was war in Münster? In Münster haben wir hart gearbeitet, da war ja die Klausurtagung. Da war die Klausurtagung. Ja. Da haben also, wir uns schon mal vorbereitet. Zurück dazu nochmal vielleicht zu der Frage. Also es ist ein bisschen schade, es gab kein so richtig offizielles Abendprogramm auf dem Bundesparteitag. Das heißt, das hat sich so ein bisschen aufgeteilt. Ich kann natürlich nur immer beurteilen, was so in meinem Umfeld da irgendwie passiert ist. Und ich glaube, die NRWler waren da ganz gut unterwegs, aber auch die anderen Fraktionen haben sich da ja nicht lumpen lassen. B-52? Ja, es gab eine Menge B-52, so viel kann ich sagen. Ja. Sehr ja. Schön. Im Plastikbecher und der Marsching hat es nicht angezündet. Ich bin dankbar dafür. Sehr, sehr gut, sonst hätten wir negativ Schlagzeilen gehabt. Nächste Frage bei Twitter. Nur deswegen? Okay. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Mike, also von WK Miga, du hast, als ob du hier in mein Skript guckst, wunderbar, denn das ist das nächste Thema, Antrag Begrenzung bei der Aufnahme von syrischen Flüchtlingen. Ein Antrag, den wir auch gestellt haben letzte Woche und der Mike fragt ganz richtig, warum wollten die Grünen den Antrag zur Abschaffung der Obergrenze der Syrien-Flüchtlinge in NRW nicht unterstützen? Könnt ihr da was zu sagen? Gleiche Thema wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Auch da sagte der Koalitionsvertrag nichts zu, verwunderlich. Und dementsprechend sagen halt beide Nein. Kommt nicht von Ihnen selbst der Antrag. Total sinnfrei, weil es geht eigentlich nur darum, dass, also jetzt auch mal ganz eiskalt, nur wirtschaftlich betrachtet, trägt das Land allein nur die Gesundheitskosten dieser Menschen. Die Menschen, die jetzt aus Syrien hierhin flüchten, die müssen nachweisen, dass sie ihren Lebensunterhalt alleine bestreiten können. Oder diejenigen, die sie hier aufnehmen müssen, das tun. Das Einzige, was hier vom Land, vom Steuerzahler noch getragen wird, sind die Gesundheitskosten, die eventuell anfallen. Und es ist absolut beschämend, dass ein Land wie Deutschland, mit der Historie wie Deutschland, sagt, wir nehmen 5.000 syrische Flüchtlinge auf. Das ist extrem traurig, dass sich die regierungstragenden Fraktionen hier beide nicht dazu durchringen konnten, diese Grenze aufzuheben, ist beschämend für diese Landesregierung. Das Argument, was Sie gebracht haben, war, dass ja just auf Bundesebene entsprechende Gespräche geführt werden, diese hilft Grenze, den Leuten im Kriegsgebiet diese, total. Davon abgesehen, aber diese Grenze abzuschaffen auf Bundesebene sei, oder die Verhandlung darüber, dass man die auf Bundesebene abschaffen, sei sozusagen der Hinderungsgrund, dass man das auf Landesebene nicht tun soll. Was also völlig widersinnig, völlig widersinnig und ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Und auch eigentlich konnte man aus dem Vortrag der Grünen nicht entnehmen, warum man jetzt dagegen sein soll. Also auch wieder so, wo die Positionierung zum tatsächlichen Abstimmverhalten überhaupt nicht zusammenpasst. Aber wie ist es denn, würde mich jetzt mal interessieren, hinter den Kulissen, also wenn ihr im persönlichen Gespräch nochmal, ihr habt ja sicherlich alle eure Fachabgeordneten und man arbeitet in Ausschüssen zusammen und man versteht sich und ihr wisst ganz genau, wie die ticken und dass die wahrscheinlich genau inhaltlich auf eurer Wellenlänge liegen und ihr redet hinterher dann, was sagen die? Also das ist doch total paradox. Also sagen die, ja, tut uns leid, wir konnten nicht anders. Und hat mit dem Grundgesetz total gut geklappt, mit ihrem Gewissen verpflichtet, ja. Ja, also mir ist das schon, naja, unter der Hand, aber schon so gesagt worden. Der Antrag ist gut, aber wir können nicht zustimmen, weil Koalitionsvertrag. Mhm. Und die können euch dann in die Augen gucken und, also für mich als... Ja, ist schwer zu verstehen. Ja, genau, okay. Also für uns ist es schwer zu verstehen, einfach. Ja, aber das System ist halt tatsächlich einfach so. Und auch bei denen, also in den anderen vier Fraktionen, die wir halt hier haben, die kennen das auch nicht anders. Für die ist das, die finden das zwar doof, also ich glaube schon, dass Matti Bolte das blöd findet, ne? Also hier einen Antrag gegen Vorratsdatenspeicherung ablehnen zu müssen. Das kann ich schon, oder da bin ich mir sehr sicher, dass er das doof findet.
Aber die sind halt alle tatsächlich in diesem System so stark gefangen, ne, mit Koalitionsvertrag und die verschiedenen Rollen, die sie da tatsächlich ausfüllen, für die ist das okay. Das ist wahrscheinlich auch heute ist das schon längst wieder Vergangenheit. Also wir würden uns wahrscheinlich wochenlang einen Kopf machen und uns hier die Köpfe schämen, auch einschlagen oder was, schämen und was da nicht alle noch kommt. Und bei denen ist das ist so Tagesgeschäft. Das ist, tut vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen weh, aber dann ist das auch wieder erledigt. Und da ist so der Punkt, da müssen wir hier weiter versuchen, das muss viel öfter noch wehtun. Ja, also dass da tatsächlich so ein chronischer Schmerz irgendwann raus wird. Das ist dann so vielleicht der Zeitpunkt, wo die vielleicht irgendwann merken, ey, das ist blöd, das tut immer weh. Ne? Lass uns das irgendwie anders machen. Ansonsten hast du einfach gar keine Chance. Ja? Die machen einfach so weiter. Das funktioniert ja. Es funktioniert auf allen Ebenen. Die anderen vier Fraktionen, die wissen ja auch, dass das so funktioniert. Und egal in welcher Farbenkonstellation, klappt das halt immer. Und im Endeffekt ist das halt einfach ein beschissenes System. Man hat sich halt eingerichtet. Ne? Ja, genau. Das ist diese Kuhhandel werden dann eben gemacht, dass die eine Fraktion ihre Herzensangelegenheiten durchbringt und dafür die andere die andere. Das Quartett. Ne? Ja, dann bin ich ja gespannt, was Quartett. Die SPD noch einbringt, ne? Ja, die große Koalition. Da ist das halt zum Beispiel mit der Kohlegeschichte, kann ich mir gut vorstellen, dass da die Grünen ja, klar. Die Bremse ziehen. Und aber nichtsdestotrotz irgendwie, dass man so auf Dauer keine moderne Politik machen kann, ist... Nein, keine Mitmachpolitik auf jeden Fall. Kurzer Einschub nochmal von Twitter. Pirate Leagues NRW fragt, wir haben noch keine Bilder gesehen. Lobby. Und Sendralein sagt, die Bilder habe ich unter Verschluss. Um welche Bilder geht's? Meint ihr betrunkene NRW-Piraten oder andere Bilder? Weil wir kommen gleich auch noch auf Bilder von Edward Snowden. Also keine Ahnung, was ihr meint. Du bist diesmal raus, ja? Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Also der Strose hat noch keine Bilder gesehen, deswegen sind die auch noch nicht verteilt. Es gibt Bilder, das schönste Bild von allen ist gestern schon veröffentlicht worden. Da sind der Kollege Marsching und ich mit einer zauberhaften jungen Dame zu sehen und das ist gestern natürlich auch schon getwittert worden. Sehr gut, alles klar, wunderbar. Devastel sagt, Sebastian, der RWO Lupo will chronische Schmerzen verursachen. Habt ihr schon Ideen, welche Anträge das erreichen? Nee, aber ich fange damit nächsten Sonntag in Münster an. Schönen Gruß an den Wastel. Konkret, also weiß ich nicht. Wir müssen einfach kontinuierlicher gucken, glaube ich. Also was in den Koalitionsverträgen steht, also was hier in Nordrhein-Westfalen drin steht, das muss eben abgeglichen werden. Das ist total toll, dass wir jetzt eine große Koalition dann... In Berlin vielleicht? In Berlin dann, naja, streich das vielleicht. Ob das toll ist? Also toll für uns eigentlich, diese politische Ausgangslage ist toll. Ja, es gibt halt ganz viele Dinge, wo man die halt immer wieder gegeneinander ausspielen können, wo wir uns hier in dieses runde Kino hier vorne setzen können und uns einfach belustigen lassen können von denen. Also ganz konkrete Ideen habe ich jetzt gerade nicht, aber wir müssen das wirklich ganz systematisch halt durchgucken, was steht da drin. Ach, zum gleichen Arbeitsrecht fällt mir das ein oder andere. Ja, es gibt tausend Sachen. Ja, wir hatten das ja auch im familienpolitischen Bereich, wo ich einen Antrag eingereicht hatte zur kostenfreien Bildung. Ja, nee, finden die alle toll, wollen wir, aber die lehnen unseren Antrag trotzdem an, dann ab. Ja, falsches Papier gedruckt? Nee, zu lang, zu kurz, zu detailliert, zu früh, zu spät. Wenig, zu früh, zu spät, falsche Farbe, falsches Papier, scheiß drauf, weiß ich nicht. Ist auch egal, was sie sagen, die finden es halt doof. Aber ich finde auch... Ist nicht von uns, war eigentlich die einzig valide Aussage, oder? Eigentlich heißt es, ist nicht von uns, deswegen lehnen wir ab. Berechtigte Frage hier vom Marakara, hier vom Jaroslav. Nach der Demokratie, ob das überhaupt demokratisch ist, wenn so gehandelt wird, wie ein Koalitionsvertrag vorschreibt und ob das nicht der Grund sein sollte, warum man das System einfach nicht mehr auf den Prüfstand stellt. Ja, völlig richtig, deswegen sind wir hier. Ja. Allerdings hat sich jetzt zuletzt bei einer Befragung eines prominenten SPD-Politikers wieder gezeigt, dass das Demokratieverständnis in diesem Lande doch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Dass man einen Mitgliederentscheid über einen Koalitionsvertrag für verfassungs- oder nicht verfassungskonform hält, wohingegen man die Entscheidung eines kleinen Parteikonventes mit 100 Delegierten für verfassungskonform hält, um einen Koalitionsvertrag zu bestätigen. Übrigens jeweils durch die Partei angestrebt oder durch die Partei entschieden, die zwar die Abgeordneten im Bundestag entsendet, allerdings gibt es ja auch welche mit Direktmandat, eine ganze Menge sogar,
und die sind ihrem Gewissen nur verpflichtet, ausschließlich. An der Stelle frage ich mich, wo setzt denn hier Verfassungskonformität an? In meinen Augen bei beiden Varianten nicht. Ja. Okay, dann weiter in die Inhalte. Zur letzten Woche, ganz großer Block, war das Thema Haushalt. Der Landeshaushalt 2014. Geld. Hier in NRW. Da hatten wir zwei Anträge eingebracht. Den einen, da ging es um das Thema Bildungsinnovation 2020. Könnt ihr da ganz kurz was zu sagen? Bildungsinnovation, wie hier raus? Du hast überhaupt gar keine Bildung. Nein. Ich bräuchte das. Du bräuchtest die Bildung, oder? Ich bräuchte das mit dieser Bildung. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal gucken, dass der Antrag ganz schnell angenommen wird, oder? Rückwirkend, mit einem Zeitreiseantrag zusammen. Es geht ja bei Bildung nicht nur immer um Schulbildung, sondern auch um Erwachsenenbildung. Das wäre für mich sehr wichtig. Wobei, dann hätte nicht die Moni den Antrag geschrieben, sondern ich. Das steht dann da. Und es geht um Förderung von Lernmitteln, unter freien Lizenzen, Ausbaulehrer, Aus- und Lehrerfortbildung. Also ein bisschen blöd dabei, also das ist ja auch nicht mein Spezialthema. Ging einfach nur ganz kurz. Genau, und insoweit auch nur ganz kurz, weil die Debatte dazu tatsächlich relativ kurz war. Wir haben ja den Antrag auch tatsächlich im Rahmen der Haushaltsdebatte dann auch beraten und die anderen Fraktionen sagen dann ja für gewöhnlich nicht allzu viel zu den Anträgen, die dann noch vorliegen, sondern beschränken sich oder beziehen sich eigentlich hauptsächlich auf die eigentliche Haushaltsdebatte dann dazu. Aus meiner Sicht ist das eben wieder ein konsequenter Antrag, der sich zu einem Großteil ja auch aus eben Parteiprogrammatik dann auch ergibt, was digitale Lernmittel und so weiter angeht. Und da bin ich ganz gespannt. Also da sind wir halt am Anfang. Das Ding ist jetzt im Ausschuss und da können wir eigentlich erst, glaube ich, richtig drüber reden, wenn das in der Ausschussberatung war und wir so ein bisschen gesehen haben, auch was die dazu gemacht haben. Ich weiß das gar nicht. Planen wir eine Anhörung? Also ich bin mir unsicher gerade. Kann ich mir gut vorstellen. Täte sich lohnen. Ja. Das wird sich wieder lohnen. Die Anhörungen hier sind übrigens meistens öffentlich. Manchmal sogar mit Stream. Wir arbeiten daran. Ab Ostern gibt es sogar mehr Räume mit Stream. Ja. Piraten wirken. Piraten wirken? Noch ein ganz heikles Thema ist, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeiter ja Ende des Jahres ausläuft, weil der Bund nicht mehr einspringt. Mit unserem Antrag wollten wir die Schulsozialarbeit sicherstellen. Der wurde auch abgelehnt. Daniel, wie geht es bei diesem wichtigen Thema jetzt weiter? Tja, gute Frage. Also im Prinzip müssen, das Land, sag ich mal, zieht sich da halt komplett mal raus aus der Verantwortung. Die sagen jetzt zwar alle, ne, Schulsozialarbeit ist total toll, aber guckt doch selber, wie das finanziert wird, so ungefähr. Also letzten Endes wird ja auch geguckt, inwieweit die Kommunen dann dort einspringen können. Wenn ich mir jetzt allerdings so Nordrhein-Westfalen dann halt eben anschaue und die Kassen der Kommunen hier in Nordrhein-Westfalen ansehe, größtenteils auch mau aus. Dann sieht es da irgendwie schwierig aus mit weiterer finanzieller Unterstützung. Und das Problem bei der Thematik ist halt tatsächlich, Schulsozialarbeit ist tatsächlich wahnsinnig anerkannt, also auch im Rahmen von Sozialarbeit wahnsinnig anerkannt. Gerade an den Schulen erreiche ich tatsächlich eben alle Kinder. Da muss ich nicht erst die Kinder suchen, sondern die sind einfach da und zwar irgendwie jeden Tag. Und von daher ist das ein total gut funktionierendes System. Und bedauerlich ist halt, wenn die Finanzierung dann natürlich jetzt wegbricht, die Schulsozialarbeiter, die Sozialarbeiter sich eben dann natürlich anderweitig auch orientieren. Selbst wenn irgendwann wieder eine Finanzierung anläuft, dann ist natürlich ganz viel Arbeit liegen geblieben. Also nicht der Zeitraum, wo ein Sozialarbeiter halt eben nicht an der Schule war, sondern es braucht ja einfach erstmal wieder eine ganze Zeit lang, bis ich ein entsprechendes Vertrauen und so weiter aufbaue in dem Bereich. Und da ist es eigentlich aus unserer Sicht halt wahnsinnig unverantwortlich, dass da das Land nicht dann sagt, okay, wir machen jetzt, wir springen hier sozusagen als Notnagel ein, damit die Finanzierung auch künftig erstmal sichergestellt ist. Wir schreiben ja selber, im Antrag steht ja auch drin, dass sich die Landesregierung auch auf Bundesebene eben einsetzen soll, dass da eine Finanzierung erfolgt. Aber wir wollten halt, dass zumindest das Land das quasi erstmal sichert. Genau. Punkt ist ganz einfach. Es gab ja immer die Diskussion, ist das jetzt Landes- oder Bundessache, weil es kommt sowohl Schul-, also Bildung, wie auch Sozialarbeit, das ist Bundessache drin vor.
Allerdings hat sich inzwischen mehr durchgesetzt, es ist hauptsächlich die Bundesgeschichte, weil es Sozialarbeit betrifft. Ja. Sozialarbeit ist immer Bundessache an der Stelle. Man holt die Kinder ja, wie der Daniel gerade schon sagte, hauptsächlich in der Schule ab. Das ist jetzt kein primärer Bildungsbereich, also wirklich Sozialarbeit. Bisher sind die Mittel sichergestellt worden aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Da haben wir dann mal einfach, und uns ist dann gesagt worden, es ist auch noch gar nicht wirklich so dringend. Für 2014 sind die Mittel noch, stehen noch alle bereit, alles gut. Wir haben da noch Zeit, wir können da noch lang genug im Bund verhandeln. Das hat die Monika Pieper dazu veranlasst, mal eine kleine Anfrage zu stellen und zu fragen, hey, wie viel Gelder sind denn bis jetzt geflossen? Wie viel müssen 2014 noch fließen und wie viel sind noch über? Da haben wir dann als Antwort gekriegt, können wir euch nicht sagen, wissen wir nicht. Dann im Vorhinein die Aussage zu tätigen, für 2014 sind da noch genug Gelder da. Und dann bei einer Nachfrage zu sagen, wir wissen nicht genau wie viel, aber es ist bestimmt noch genug, halte ich für gewagt. Okay. Ja. Also keine seriöse Politik an der Stelle. Ja. Okay. Ja, das erste Lob kommt schon zum Outfit vom RWO Lupo über Twitter. Ich lese es gerade, ne? Ich sehe halt immer geil aus. Jawohl. Ja. Also immer fleißig Piratenfilme gucken, ne? Kai, das ist, also ich habe ja gerade gesehen, dass mein lieber, liebenswerter Kollege Kai Schmalenbach das auch getwittert hat hier. Die Tasse, die du gestern da geschenkt bekommen hast, offenbar, ja? Wo drauf steht, lächle, du kannst die nicht alle töten. Die kannst du auch gerne in meinem Büro stellen. Okay. Aber gerade kam noch eine ganz spezielle Frage von dem Mike rein, vom WKMiga. Besteht die Chance, dass das Land NRW die Kosten für die mobilen Endgeräte der Schülerinnen und Schüler in den Kommunen übernimmt? Das ist jetzt sehr detailliert. Ist das mal Thema gewesen? Die sind noch nicht mal dabei zu sagen, wir einigen uns mal auf ein digitales Schulbuch, geschweige denn zu sagen, auf welches Endgerät. Also erst recht nicht, wenn es Geld kostet. Ja. Ja. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, pass mal auf, in 2014 kostet das Dreifache von dem, was die Schulbücher kosten. Dafür müsst ihr die Schulbücher für die nächsten 5 Jahre nicht zahlen. Selbst dann würde das hier keine Chance haben, durchzukommen. Ich sehe das zurzeit vorsichtig pessimistisch. Frage beantwortet. Habe ich das falsch gesagt? Nicht vorsichtig, nein. Ich weiß nicht, was das vorsichtig jetzt wieder da drin zu suchen hat. Also wir versuchen das wirklich durchzukriegen, weil es einfach Sinn macht. Da gibt es auch vom Fachlichen her also weniger als 2 Meinungen, sage ich mal einfach. Okay. Zum Schluss der Piratenstunde vielleicht mal ein Blick auf die kommende Aktion, die wir geplant haben. Wir haben uns nämlich gesagt, wenn Edward Snowden schon nicht offiziell in Deutschland bisher nach dem bisherigen Stand Asyl bekommt, dann geben wir ihm Asyl auf eine ganz andere Art und Weise. Nämlich im Rahmen einer Bürgerkunstaktion, nämlich Snowden Art. Hashtag Snowden Art findet ihr auch alle Informationen bei uns im Blog und auch über Twitter. Heute ist Einsendeschluss für Kunstwerke zu Edward Snowden. Jeder war aufgerufen, das Thema in irgendeiner Art und Weise künstlerisch zu verarbeiten. Muss nicht klassisch sein, kann auch digital sein. Wie ich gehört habe, ist da einiges in dem Bereich angekommen. Ich habe schon einiges Nette gesehen. Auch im Blog haben wir schon die ersten Einsendungen veröffentlicht. Daniel, du machst mit, ne? Ja, genau. Ich habe auch was dabei. Ich habe mich künstlerisch bestätigt. Ja, dann zeige bestätigt. Mal. Bestätigt und habe Edward Snowden hier in Plexiglas eingefasst, damit wir ihn wenigstens auf die Art und Weise bei uns haben. Nein, das ist schon ganz richtig. Also warum, da kann man jetzt natürlich trefflich drüber diskutieren, warum das jetzt spiegelverkehrt ist. Und wer fleißig die Plenarsitzungen im Stream beobachtet, dem kommt das vielleicht auch bekannt vor an Daniel. Ne? Richtig, weil genau genommen ist das die Druckfolie für mein T-Shirt gewesen. Deswegen ist das auch spiegelverkehrt. Du recycelst auch noch, Teufel. Ja, ich meine, meine künstlerischen Qualitäten sind halt so eher begrenzt und deswegen, Copy Remix Share. Aber es ist auch toll geworden, das wird ein lockerer 2. Platz. Aber ich will nicht. Du bist, ich bin böse. Nein, ich bin voreingenommen. Ja. Aber wir haben schon einige Einsendungen, also wie gesagt, wir sammeln jetzt, bereiten das alles auf und ab dem 17. Dezember wird es bei uns im Foyer, in den Fraktionsräumlichkeiten hier im Landtag NRW eine Ausstellung dazu geben. Die wird bis Mitte Januar laufen und jeder von euch ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen und euch das mal alles anzuschauen und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Kollegen hier ins Gespräch zu kommen.
Aber jetzt ist von Schwarzkäppchen, von My Foxy Self noch eine Frage gekommen, die aber nicht so ganz deutlich ist. Sagt mal was zum AK1 Mumble. Könnt ihr damit was anfangen? Wer von uns ist im AK1? Der kleine dicke Thorsten ist im AK1, okay. Und der große RWO Lupo ist auch im AK1. Danke für den Verzicht auf Adjektive. Okay. Groß, also auf, ich habe groß auf gesagt. Auf weitere Adjektive. Was hat der? Nee, ach nee, schon gut. Ja, sag mal was. Ja, du warst ja da beim AK1 Mumble, war sicher. Ja, ich war da. Du warst nicht da, ne? Richtig, das war es doch. Du auch nicht, oder? Doch, ich war da. Ein bisschen später, dafür bin ich früher gegangen. Achso. Ja, AK1 Mumble war ja das erste Mal, dass wir unseren Arbeitskreis 1, wo Familie, Kinder, Jugend, Frauen, Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport, ganz wichtig drin ist. Das haben wir thematisch so ein bisschen zusammengefasst, weil es da immer wieder Überschneidungen gibt. Da haben wir mal die Anträge, die diesen Themenbereich betreffen, fürs nächste Plenum besprochen. War sehr interessant, waren sehr, sehr viele Leute da, hat mir gut gefallen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, immer wenn ich so ein bisschen in den Redefluss gekommen bin, hat hinterher keiner mehr Fragen gestellt. Wahrscheinlich war das abschreckend oder so. Ihr dürft euch da nicht abschrecken lassen. Ich mag auch andere Meinungen, eigentlich viel lieber als meine. Das ist ja so ein bisschen, also ich bin ja auch in dem AK1 und naja, so ein bisschen war das ja auch mit meine Idee, das ins Mumble zu verschieben. Ich weiß, ich bin toll, danke. Geiler Typ. Huldige. Mumble, nein, aber dieses erste AK1 Mumble hat tatsächlich gezeigt, dass das schon funktioniert hat. Also wir hatten durchweg halt ja, interessierte Piraten drin im Kanal, die sich das angeguckt haben. Und angeguckt auch. Natürlich, die haben wir auch das Mumble-Bild. Ja, wir haben ja auch falsche Fotos für uns da eingestellt. Richtig. Also die haben vermutlich auch zugehört, selbst dem Thorsten, wenn er lange erzählt hat. Und das ist eigentlich wirklich eine geile Sache, finde ich. Und das Letzte, was Thorsten eben gesagt hat, ist halt eben wichtig. Wenn wir das machen, wir wollen das Feedback haben. Das Erste vergisst wieder. Das Erste. Scheiße, du verstehst solche Sachen, ne? Mit Blick auf den kommenden AK1 Mumble am 12.12. Ja, da werden wir wieder da sein. Okay. Und ihr sollt Fragen stellen. Und das ist das Gleiche wie hier mit der Piratenstunde. Das Ganze lebt halt eben davon, dass ihr da an den Endgeräten uns irgendwelche Fragen stellt, irgendwelche Kommentare bringt und so weiter. Davon lebt das Ganze. Und das habe ich gerade schon gesagt, ne? Lebt das Ganze. Ja? Es gibt keine doofen Fragen. Genau. Nee, die doofen Fragen, die hat der Thorsten schon alle gestellt. Und kurze Info an Pirat NRW. Bernhard, wo findet man die nächsten Piraten-Fraktionssitzungstermine? Bei uns auf der Website unter Live gibt es den Streaming-Kalender und morgen findet die nächste Piraten-Fraktionssitzung statt. Die ist auch öffentlich um 10 Uhr. Da ist jeder herzlich eingeladen. Wir haben das aber einfach gemacht, lieber Bernhard Smolatz. Du hast den kompletten Namen gesagt. Nein, wir machen das immer. Wir machen das halt immer dienstags, außer in den Ferien quasi. Ne? Also dienstags 10 Uhr. Ihr könnt übrigens auch zu den Fraktionssitzungen hier rumkommen. Genau. Da könnt ihr euch den ganzen Laden angucken. Wir streamen das nicht nur, sondern haben auch hier so ein paar Stühle rumstehen, das ist wo man keine auch als Kulisse? Besucher reingehen kann. Nein. Das Ganze hier insgesamt ist gar keine Kulisse. Guck mal. Heute Abend ist übrigens im Mammel noch Vorstandssitzung der Piratenfraktion. Genau. Musst du gleich hin, ne? 20 Uhr bis Dortmund, schau ja, ich. Ist auch dieser Vorstand der Piratenfraktion ist auch sowas von so einem Beteiligungsgremium. Ihr könnt halt gerne vorbeikommen. Ich werde heute mal Fragen stellen. Mach das. Noch eine Frage zum Schluss von der Aki. Ob es auch jetzt wieder sehr speziell gibt, es eigentlich Neuigkeiten zum fahrscheinlosen ÖPNV bzw. den unsäglichen Bahnsteigsperren des VRRs? Wisst ihr da was zu? Ist jetzt Bahnsteigsperren? Meint das gerade die Geschichte in Essen und Bochum wegen der Bergbauschäden? Wenn da was gesperrt ist? Ja, die fahren gut, jetzt nicht direkt ÖPNV, aber die fahren halt langsam. Nicht, ne? Also auf jeden Fall ist der fahrscheinlose ÖPNV noch nicht realisiert. Nee. Dann ist dann müssen wir mit Olli und Stefan mal vielleicht ein ernstes Wort reden. Ja, das geht ja gar nicht. Macht hier so eine doofe Verkehrswendekonferenz und dann kommt da nichts bei raus? Doch, da ist was bei rausgekommen. Soweit ich weiß, möchte jetzt der VRR jeden, der eine Dauerkarte hat, also so ein Ticket 2000 oder sowas, beständig überprüfen, wo die Leute hinfahren. Das hat ja gut funktioniert. Also immer, wenn man sich da quasi in so ein Verkehrsmittel begibt, soll man an so einem Lesergerät vorbei und der sagt dann, der kleine Dicke ist heute gefahren von
Landtag bis Hauptbahnhof. Eine Haltestelle hätte auch laufen können. Hätte auch laufen können, ja. Der Böhmann. Es geht direkt an die Krankenkasse, ne? Ja. Wenn die Beiträge erhöht. Du ziehst schon wieder Schlüsse, Daniel. Das ist gefährlich. Finde ich gut. Okay, du siehst, Frage nicht ganz beantwortet wahrscheinlich, aber wir arbeiten dran, beziehungsweise einfach vielleicht nochmal den Creon NRW ansprechen. Sie schreibt jetzt noch das Thema Bahnsteigsperre, dass man nur mit Tickets auf den Bahnsteig kommen soll. Die Frage. Aber ich denke, da ist der Oliver Bayer dran. Olli. Creon NRW einfach mal ansprechen. Und wir werden sicherlich auch in einigen der nächsten Plenarsitzungen das Thema vielleicht auch mal wieder hier im Landtag per Antrag oder wie auch immer auf dem Tisch haben. Weil also den Olli kriegen wir vom Fahrscheinlösen ÖPNV nicht mehr weg, dieses genau. Leben. Und das ist auch gut so, weil ja. Da gibt es noch einiges zu tun. Und das ist gut so. Das ist gut so. Da sind wir am Schluss. War es echt schon? Ja. Komm, wir hängen noch eine Stunde dran. Ich weiß nicht, wie lange du bis Dortmund brauchst. Ja, sehr witzig. Das wird knapp, oder? Dann nochmal ab mit Fragen hier. Aber ansonsten sage ich mal vielen Dank. Also ich fand, das war heute schon eine mehr als 100%ige Steigerung zu den letzten Malen. Vielen, vielen Dank euch für eure Beteiligung, für eure Fragen. Ja, aber wir können das nicht jede Woche machen oder jeden Monat. Wir hatten 24 Zuschauer zur Spitzenzeit. Meine Güte. Wie viel weniger sind es geworden, nachdem ich angefangen habe zu reden? Nicht sagen. Was kann man noch nachvollziehen? Alles klar. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und auch ein bisschen was gefragt habt. Ja, wir klopfen. Ah, hier die. Dann noch einen guten Start in die Woche. Wir haben ja Montag. Also, wie gesagt, noch eine schöne Woche. Alles Gute. Schönes Wochenende. Tschüss. Bis dann. Winki, winki. Tschüss. Tschüss.